Hallo meine lieben Freunde, zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker HD-Version. Ich werde da immer schneller im Reden. Ja, heute wieder mit Jackie X. Ja, hallo Leute! Hallo Leute. Die restlichen Tempel, wie immer, wie jetzt angesprochen, der letzten Part dabei sein wird, auch wenn es im letzten Part recht wenig dabei war. So, wir sind hier wieder bei Makarus, der hier hinten gefangen ist. Und ich würde sagen, den werden wir jetzt erstmal... Autsch! befreien. Eventuell. Makarus! Hi. Hui, ich hab ihn wieder. So. Voll an die Wand geschmissen. Boah, Glücksamulett. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt weiter, weiter, weiter. Wo muss ich eigentlich hin? Ich glaube zu wissen, dass ich, darüber muss. Reicht das? Hehe, das reicht. Oh, ich bin so gut. So. Achso, Liedchen spielen. Mein Kater hat mir gerade mal gekrallt beim Aufstehen. Ich glaube, der letzte Mal zu hoch hat. Ja. So, dann fliegen wir mal darüber. Und runter. Hui! Das war knapp. So. Oh, nur beinahe. So. Oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Oh nee. Du magst das Geräusch doch. Magst du die Tür doch? Werter Freund Sebi, ich glaube, der Enterhaken könnte sich an den Bäumen, die ich gepflanzt habe, festhaken. Probier's doch mal aus. Okay, wow, heiße. Och nö. Och nö, och nö, och nö, och nö, och nö, och nö, 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 nö. So. So, Makarus hole ich gleich. Ich will erstmal den kleinen Freaking da. Verdammt. Warum? Ah, los da, jetzt da. Hallo. So. So, wunderbar. Wo ist er? Wo ist er? Hä? Bei der verunglichen Ebene war die Krabbe schon, gell? Ja, ja, ja. Ah, komm her. Ich hau nicht, ich mach's mit dem Enterhaken. Hey. Treffer. Warum fliege ich jetzt? Och. Festgehakt hast, ja, ich weiß. Ah, blöde Flapflaps hier. Lass die Flederflapflaps. Auch wenn sie brennen. Ja, lass mich in Ruhe, Mann. Zappa, chappa, chappa. Sonst geht's noch euch zu gut, oder was hier? Und du gehst mir jetzt. Alter! Fail, fail, fail. Zack. Wo ist er? Zack. So. Haben wir's endlich hier. Tschüss, Vogeldien. So, hier oben, Krabbschand. Krabbschand, hallo. Geld. Scheint nicht mehr da zu sein. Gut. Hat sich verkrochen. Ha, Leben. So. Makarus. Spielen, oder? Ja, man muss das viel zu oft spielen, irgendwie. Viel zu oft. Ja. So, ich jetzt darüber und, ich bin zu hoch. Häufigste Lied, abgesehen von der Windmelodie? Ja, eigentlich schon. So. Komm mit. Auf in den nächsten Raum. Was kommt als nächstes? I don't know. Konnte man die irgendwie töten? Ja, Blatt und dann Schaden. Oder so. Geht beides. Geht beides. Jut, jut, so. Hätte ich gerne den nächsten hier. Tot. So, Makarus muss nämlich dann irgendwann da hoch, denke ich mal. Deswegen. Ja, das reicht nicht. Nein. Okay, erst pflanzen lassen. Och Mann. Dum, dum, dum. Der wird doch bestimmt wieder halb gekillt. Nie im Leben. Zack. Oh. Hoch, 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 hoch. So, jetzt erstmal wieder zurück, weil ich will erstmal dann die Gegner töten hier.
Wups. Das geht ja gar nicht. Gegner sind doch toll. Ja, voll. Komm her. Blablabla. Leck mich doch am... So. Oh, du hast wohl mal Kokos gehabt. So, kann man den auch noch kriegen? Ja, könnte man. Oh, wenn ich das richtig halten würde. So. Weißt du, das ist auch? Zack! Mit deinen Steuerdinger machen wir. Ins Prinzip, aber ich mach's lieber so. Hallo! Scheiße. Hallo, Scheiße. So. Passt doch. So. Fly on the wings of blood. Ja. Und Landung. Blub. Platsch. Und Pflanzen. Der fällt wie so ein nasser Sack. Bloings. So. Bloings? Ich hoffe, der Tempel geht nicht mehr allzu lang, weil so langsam schwindet meine Erinnerung deutlich. Langsam habe ich echt keine Erinnerung mehr, wie das ging. Und da oben ist eine Grabschand. Wie magst du das? Ja, voll. Würde sagen, ich gehe erstmal da hoch, oder? Kann ich die auch so töten, die Kraftstand irgendwie? Nicht, dass ich wüsste. Also, ich bin immer mit Makoros hoch, hab dann den gepflanzt und bin weggehauen. Hallo, das ist auch eine Möglichkeit. Bei links Kraftstand, rechts pflanzen. Ich will da. Geht nicht. Okay. Weil mir das Lied noch nicht oft genug gehört haben wollte. Wehe, Makoros wird mir wieder entnommen. Wobei bei meinem Fail-Glück zu 80%. In der Theorie ist es möglich. Rüber, so. Stopp. Du kannst ihn sogar, glaube ich, ganz am Eck stehen lassen. In der Theorie. Am Eck stehen lassen, okay. Lalalalalalalala, so. So, jetzt. Zack. Jetzt werde ich mir erstmal die Grabschandtor nehmen hier. Zack, zack. Jawollo. Wie viel Schläge brauchst du? 4, 5. 5. So, sammeln wir hier schön ein. Einsammeln. So. Das ist kein Sammelspiel. Mir egal. So, und weiter geht's. Also sicherlich nicht einer links und einer rechts. Also ich hab gesagt, du sollst dich da hinsetzen. So. Weh, du läufst mir nach. So. Ah. Oha. Und nü, soll ich Makoros erstmal hier lassen oder soll ich den mitnehmen? Für ganz nach unten dann. Also ich habe ab dem Moment, wo ich ihn wieder hatte, komplett mitgenommen. Okay. Ah! Autsch. Makoros? Das war logisch. Hey. So. Hallo. Erstmal, ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber sie nerven. So. freundlich. So, jetzt geht's da nach unten. Das Vieh konnte auch nichts dafür, dass es so programmiert wurde. Doch. Es hat die Programmierer schief angeguckt. So. Deswegen wurde es ein Gegner kämpfen. Lalalalalala. Erstmal wieder pflanzen, weil ich glaube, da hinten gibt's den Kompass. Glaube ich. Keine Ahnung. Wow, ich weiß mehr wie du. Ich habe das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt. Die Wind Waker-Expertin Nummer 1 neben mir hier, die mir alles vorsagt und weiß und könnte und müsste, weiß es nicht. Ah, scheiße, ich stehe irgendwie. Stimmt, das war der Sektor. Das mit der Kiste war einfach falsch. Shit. Der hätte ich eigentlich erst da runter gemusst, oder? Weil da ist noch ein Schalter. Dann geh nochmal zurück. Guck dir den Boden nochmal an. Oh. Links. Oder so. Oder dass ich falle. Bam, 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 bam. So. Was passiert jetzt? Ah, jetzt kann ich da jederzeit runter, wenn ich wollte, oder wie? Oh. Ich verstehe. So. Ich habe das, glaube ich, nie so gemacht. Ich bin gerade plötzlich einfach reingesprungen. Ach, machen wir es mal nach den Regeln hier. bitte da runter. Link! Link! So. Das ist echt eine Knalltüte, ey. Au! Makoros. Du solltest nicht hinterherlaufen lassen, vielleicht. I killed Makoros. So, da ist eine. Ah! Ich habe keinen Schlüssel. Du musst jetzt noch für mich, sobald ich war, jetzt mal ganz nach oben. Jetzt kommt ganz nach oben. Erst ganz nach oben? Oh fuck. Würde ich, glaube ich, behaupten jetzt. Ja. Genau, weil das ist nämlich nur zum wieder hochkommen. Kann ich dich herziehen? Das wär's. Ja, komm. Doch einfach. Komm her.
Er hat sich geschafft. Armes Makarus. So. Kann ich ohne Makarus da hoch oder muss ich den mitnehmen? Du kannst hoch und musst ihn dann wieder mitnehmen. Das heißt, dann musst du ganz hoch fliegen dann am Schluss. So, beachte den Wind. Oder du fliegst halt zuerst mit ihm hin. Fail! Upsikowski! Du sollst ihn nicht in alle kleinen Brötchen hacken lassen, also nein. Das wäre doch was. Holzragout so oder wie? Oh ja, Holzragout. So, jetzt nehme ich dich gleich. Ich würde mich eventuell... Ja, okay, mal gucken, ob es noch reicht. Ich habe mich immer da auf eins von den Ecken gestellt. So, Makarus muss auch nach oben, oder wie? Aber irgendwie will der nicht. Ah, jetzt. Oh, komm schon. Ja, du bist schon ganz... Noch nicht ganz. Nein, er kann nicht mehr fliegen. Wie er aus Gestank reinfällt. Ernsthaft jetzt? Mach doch einen Zwischenstopp. Hä? Mach doch einen Zwischenstopp. Wäre eine Möglichkeit. Eieieiei. Dum, 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 dum. Wer mag Fails? Ich mag Fails. Sieht man ja. Du machst sie auf jeden Fall gerne. Ja. I make the fails. So, ja, hör mal auf hier zu. Hoch jetzt. Und erstmal. Stelle ich mich da immer einmal ab. So. Und gehe dann da drauf und dann sehe ich aber, wenn der Wind kommt, dann kann steht gleich. Wuhu! Wo sind wir? Ich glaube, wir sind ganz oben. Fast. Erstmal da absetzen. So. Jetzt müssen wir darüber. Ich glaube. Darüber. Okay, dann werde ich Makarus erstmal darüber setzen. Lal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 a. Makarus, du fliegst irgendwie. Oha. Also wenn du den Sturz überlebst, Junge, bist du gut. Jetzt vor, Makarus, vor. Ich hab gesagt, vor. Reicht das? Ich lach mir den Arsch ab. Oh! Es hat gereicht. Heiliges Scheiße, bitte. Wow. Eieiei. Aufstellen. Nein, kannst du nicht. Du musst ja am Flug, glaube ich, das Blatt mal aktivieren, genau. Und fliegst du ja nicht. Und schwedelt der ja nicht. Hopp los. Und juhu. Wuhu. Da. Yippie-yay. Das ging ja easy peasy. Makarus. Das sah gerade für mich aus, als hätte sich Makarus in den Tod gestürzt. Nee, der lebt noch. Zum Glück. So, dann gehen wir mal da rein. Ich hätte gern die Karte zwischendurch. Oh. Oh. Ja, du bist richtig. Am besten ins Eck werfen. Oh. Ah! Warum rennst du da Protest rein? Und weglaufen. Mit ein bisschen Glück trifft er. Der Raum gefällt mir. Die sind echt gold. Uah. Autsch. Hallo. La. Fix. Du Arschstecher. Synchron drehen. Yay. Dreht euch synchron. Autsch. Ah, Mann. Wer stecht hier in wen ins Arsch, ey? So. Dich. So. Und drehen sie. Oh, schade. Ich konnte nicht sehen, ob sie sich wieder synchron gedreht haben. So, Ruhe im Karton. Wow. Hallo. Eine Kiste. Und ich glaube, keinen kleinen Schlüssel drin. Und ich glaube, ganz unten gibt's dann den Master Key und dann geht's zum Endboss schon. Glaube ich. Oha. Moment, das will ich jetzt ganz kurz mal nachchecken. Wir haben den Raum. Jetzt gehen wir ganz nach unten, gehen da rein. Hast du da alle? Ah, da fehlt noch. Da fehlt noch ein Raum. Ah, das ist der. Ah, das wird wahrscheinlich der mit dem Kompass dann sein. Ja, aber den Kompass, auf den scheiße ich eigentlich. Ganz ehrlich gesagt. So, aber wir werden hier den Part beenden, meine lieben Freunde. Wir werden dann im nächsten Part weitermachen, wenn wir hoffentlich den Endgegner erreichen werden. Von dem her, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal, euer Sebi. Ciao, Leute. Over and out.